lässt sich dieser, ich nehme jetzt einfach mal polyhedra Oktahedra, dann habe ich noch einen Tag. So, meine derzeitigen Oktahedra-Färbung versehen. Lässt sich dieses Ding nachbauen aus einem Rubik? Das war die Frage. Zuerst mal denkt man erstmal nein. So, dann habe ich hier angefangen. Praktisch aus der Kante die Hälfte, die Breite von der Kante genommen. Und die Hälfte runter, die Hälfte von der Seite. Habe ihn jetzt hier mal spaßeshalber beklebt, habe die Teile ausgefüllt. Jetzt könnte man hier solche Ecken basteln, solche Kanten und hier in diese Kanten reinkleben. Was passiert? Was passiert ist, wenn sich hier diese Ebene dreht, obere Ecke des Kantes, die hat einen bestimmten Umkreis. Also hier diese Kante, diese Ecke, die kann man ja noch bis auf ein kleines Dreieck wegsägen, aber diese Kante hat einen gewissen Umlaufkreis. Und solange der Umlaufkreis weiter außen ist, wie hier diese Fuge, würde diese Kante, die Wirbelkante, würde die Oktahedra-Kante abhauen. Das heißt, dieses Ding ist zu tief geschnitten. So tief, wie es hier geht, geht es nicht. Das heißt, ein Oktaeder, so wie er hier ist, ist nicht zu realisieren, es sei denn, man löse ihm die Spitzen weg. Wenn man ihm aber die Spitzen wegmacht, dann kommt man ja, dann läuft es im Endeffekt auf den Treiber Oktaeder hinaus und den wollen wir ja nicht. So, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Geht so weiter, dass man eine Größe sucht, dass diese Kante, oh, die ist lange nicht gedreht worden, dass diese Kante, wie soll man sagen, vielleicht kann man es hier sehen, hier sieht gar nichts. Ich habe jetzt von dieser Kante nur ungefähr ein Drittel rausgeschnitten, als Halterung für den Fuß. Hier sieht man es nur ungefähr, ich weiß die Zahl nicht mehr. Und jetzt dreht sich diese Kante unten drunter weg. Ja, da geht nichts. Aber man kann es dann nie sehen. Also, unter dieser Kante dreht sich die Scheibe weg und die Kante wird nicht rausgekickt. Heißt, in dieser Größe ließe sich ein Oktaeder bauen. Natürlich sind diese Aufsätze hier relativ aufwendig, aber man könnte die Mechanik des Würfels verwenden und dann praktisch die Kanten als Halterungen für diese die Würfelkanten als Halterungen nehmen für diese oberen. So, und die könnten sich jetzt drehen, ohne dass sie sich gegenseitig die Spitzen abhauen oder sich aus ihren Verankerungen kippen. So. Allerdings blieben hier dann kleine Löcher. Diese kleinen Löcher blieben übrig. Da könnte man aber unter Umständen hier auf diesen dreieckigen Seiten könnte man vielleicht Farbflächen aufbringen, dass man noch sieht, in welcher Drehung sich diese Ecke befindet. Und wenn man diese Löcher vermeiden will, ich glaube, meine Oktaeder-Darstellung hier gewinnt keinen Preis. Wenn man diese kleinen Löcher hier vermeiden will, dann muss man sie auf diese Größe bringen.
muss dann hier entweder einen kleinen Winkel oder etwas nehmen, was diese Kante hier drauf verankert. Sie hat also eigentlich nur noch hier so einen Punktkontakt. Sie schwebt völlig frei, muss jetzt hier mit einer Halterung fixiert werden und diese Teile, die müssen auch im Prinzip aufwendig hergestellt werden. Aber es könnte funktionieren. Man hat halt die Mechanik des Wirbels und wenn man jetzt praktisch diesen Oktaeder aus Holz aus dem Nichts bauen würde, das läuft nie in der Ebene. Das ist so, das hakelt dann nur noch und so, also das könnte gehen. Ich glaube, ich habe irgendwo gesehen, es gibt also eine Abbildung des Toni hier, glaube ich, so eingebaut hat, diesen hier. Ich weiß es nicht, ich glaube es. Gippert, privaten Zeichnungssammlung. Habe ich das gesehen? So. Polnischer Oktaeder, groß, mittel, klein. Dann wollte ich diesen hier zeigen, das habe ich ja schon gemacht. Bereich. Das war auch noch eine Belegung, was kann man aus einem Dreier machen. Das wäre jetzt hier ein Rumpf oder ein Kern. Also ich nenne das Rumpf oder Kern und den könnte man jetzt zum Beispiel mit Tetraedern bestücken oder hier mit Pyramiden. Das wäre jetzt nur mal so, wie es aussieht. Das ist jetzt kein archimedischer Körper oder Stern, ein besonderer Stern. Das wäre einfach nur was ich jetzt anbieten würde. Jetzt den kleinen, das möchte ich auch nochmal machen. Wenn man einen Würfel dieser Größe in einen Treiber umbauen würde, dann würde der so aussehen. Also der normale Würfel, dann der Fischer Cube. Und ich hatte mir dann schon, nachdem ich den Fischer Cube das erste Mal gesehen habe, habe ich mir überlegt, wie lässt sich der steigern. Der ließe sich steigern, indem man praktisch dieses Ding hier auf die Ecke stellt und drumherum einen Würfel baut. Also ihn in dieser Position zu einem Würfel vervollständigt.